Willkommen zu der Liste der Spiele, die ich niemals let's playen werde. Und zwar Terraria zum Beispiel. Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung von Terraria, allerdings wurde es mir neulich auf Steam geschenkt. Und da ein herzliches Dank an Rick Dangerous. Das einzige Problem bloß an Terraria ist ich habe eigentlich damals zur Minecraft-Zeit habe ich viel zu viel Zeit damit verbracht. Und ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung von dem Spiel. Da ich keine Ahnung habe, werde ich mich jetzt 25 Minuten, sagen wir 25 Minuten lang mit diesem Spiel auseinandersetzen. Danach sehen wir, für Ahnung habe. Ich muss dazu sagen, ich habe ganz kurz angespielt. Ich habe einen Charakter namens Heinze Klaus gemacht und ich habe einen Planeten namens Tarsonis erschaffen. Bzw. eine Welt oder wie auch immer. Ich habe keine Ahnung. Ich kenne mich mit diesem Spiel nicht aus. Nicht mal so ein bisschen. Also wirklich, ich werde hier gleich an grundlegenden Sachen scheitern. Und ihr dürft mir zusehen, wie jemand, der Terraria noch nie gespielt hat, hier irgendwie am Rumfällen. Das ist ja toll, es ist schon wieder Nacht, glaube ich zumindest. Die Musik ist aber übel laut, oder? Wie kriege ich den hier leiser? Gibt es hier kein Optionsmenü in-game? Hallo? Ja, auf jeden Fall ganz toll. Also ich habe rausgekriegt, dass ich Bäume fällen kann. Das sieht ganz toll aus, wenn ich hier so einfach zuschlage, dann fällt sich hier so ein Baum. Das ist der Wahnsinn. Und wir haben halt Doppelsound gehört, weil ich die Box nicht ausgeschaltet habe. Das war auch eine super Idee von mir, aber ist ja auch egal. So, und ich weiß auf jeden Fall, dass ich Fackeln bauen kann, weil ich habe nämlich irgendwelche Schleimer erschlagen und scheinbar hat man dann Fackeln. Ich bin übrigens schon dreimal gestorben. Und ich habe gerade ein Kaninchen erschlagen. Sondern ich weiß auch keine Ahnung, wer Trent ist. Aber Trent scheint ziemlich immun gegen. Oh, solltest du in der Nacht drinnen bleiben? Ist sehr gefährlich, in der Dunkelheit umherzustreifen. Ja, das ist schön. Das weiß ich auch, weil ich wurde nämlich schon mal von einem Dämonenauge umgebracht, glaube ich, war es. Also. Ich kann irgendwie Kupfermünzen mir holen, aber so richtig, welchen Sinn Kupfermünzen haben, weiß ich nicht. So richtig, also generell und überhaupt. Ah, ich kann mich die Holz durchbasteln. Ist ja schön. Ja, da ist schon wieder so ein Dämonenauge. Ah! Weiche von mir! Komisches Dämonenauge. Warte mal, ich kann auch hier. Ich kann bauen. Ich weiß es. Ah, genau, da. Ich habe was gebaut. Hua! So. Und jetzt. Ach, ich kann einfach nach unten drücken. Ich bin vielleicht da runter. Gut, dann ist das hier anscheinend eine ganz tolle Höhle. Hier in die Richtung bin ich noch gar nicht gelaufen. Also da oben auf der Karte sieht man es, glaube ich, auch. Ich bin nämlich bis jetzt nur nach rechts gelaufen und war dann übermäßig verwirrt. Ich komme nicht durch, oder was? Naja, scheiße. Kann ich, nicht irgendwie... ich kann irgendwie Fackeln hinstellen. Ich weiß bloß noch nicht wie. Nee. Ja, so. So, was ist das jetzt hier? Ach, das ist eine lebende Tür. Was habe ich denn jetzt gefunden? Ich mache einfach alles kaputt. Ich glaube, ach, man kann die Truhe einfach öffnen. Was haben wir denn jetzt hier? Ich habe hier Eisenhauttrank, schwacher Heiltrank, Schuriken, die kann man anscheinend werfen und ein Leaf One. Verbraucht Holz, kann platziert werden. Ort verlässt? Egal, ich nehme alles. Das ist nicht die erste Truhe, die ich gefunden habe, muss ich dazu sagen, aber generell überhaupt verwirrt mich dieses Spiel mehr als alles andere. Also das ist, kann ich mich jetzt hier einfach durchgraben durch die Wand oder was? Also ich finde Terraria persönlich auch ehrlich gesagt nicht so übermäßig spannend, muss ich dazu sagen. Also, es gibt ein Spiel namens Starbound, das sieht so ein bisschen so ähnlich aus, muss ich sagen. Na gut, es hat einen leicht anderen Grafikstil, es ist ein bisschen detailreicher, aber prinzipiell läuft das irgendwie aufs Gleiche hinaus. Und darauf warte ich im Moment eigentlich gerade. Also Starbound, das ist so ein, ja, ich weiß nicht, wie das ist. Es erinnert mich so rein vom Aussehen, also ich habe natürlich Terraria vorher schon mal gesehen. Also ich bin ja nicht komplett unbelegt, was das Spiel hier angeht, aber, warte mal, wenn ich das jetzt hier dran eine Fackel baue. Da oben springen Kaninchen, juhu! Hier, hallo, kann ich da? Wo kann ich denn da? Ah, da kann ich. Ist doch schön. So, warte mal, kann ich jetzt nämlich hier mit 6? Kann ich doch sicherlich. Ja, genau, ich kann mich hier. Ach, das blockt das Licht. Das ist natürlich jetzt ärgerlich. Na gut, egal. Aber haben wir hier oben auf jeden Fall. Hey, Fackeln! Und nochmal Schuriken. Also, Schuriken scheinen irgendwie. Was, jetzt komme ich hier wieder an die Oberfläche oder was? Ja, also. Ach, guck mal, eine Oberfläche. Ja, aber irgendwie nachts ist halt irgendwie doof. Und was ist das denn jetzt hier oben eigentlich? Ach, das ist die Karte! Ja, genau, da unten war ich in der Höhle. Ich hab's. Geht das ernsthaft so tief runter? Also, so tief? Wie lange soll man sich dann da runtergraben? Das Spiel geht wirklich nur ums Graben, oder? Die Oberfläche ist eigentlich auch optional, würde ich mal stark vermuten. Ah ja, gut, das ist das wieder weg. Das ist ja schön. Aber was ist denn das hier für ein Zeug jetzt? Ist das hier was anderes? Ein Lebenblock. Kann ich nicht mit Lebenblöcken irgendwie anders ernten? Ich meine, das scheint mir irgendwie gerade nicht so. Ach, ich kann die Dinger einfach an die Wand setzen? Warum sagt mir denn sowas keiner? So, und jetzt kann ich hier Lehm abbauen oder was? Ja, schön, gut. Ich hätte das am besten im Rahmen meines Livestreams machen sollen. Naja, gut, das ist jetzt zu spät. Ich habe mir nur einfach gedacht, bevor ich hier das Spiel komplett klanglos einfach verschwinden lasse, ohne es jemals gespielt zu haben, dachte mir, probiere ich es jetzt mal aus. Da haben wir alle was davon und überhaupt generell. Also, wie gesagt, bis jetzt Spielzeit vielleicht 10 Minuten, wenn es hochkommt. So, und das ist jetzt normaler Stein oder was? Ein Steinblock. Also, ich kann scheinbar mit meiner normalen, nur 15 Axt, die ich hier habe, Spitzhacke, kann ich alles abbauen. Bis jetzt. Na gut. Ich höre doch hier schon wieder irgendwas. Komme ich da nicht wieder raus, wenn ich da. Kann ich nicht eine Fackel irgendwie nach unten werfen oder hier. Was ist das denn? Tschüss. Kann ich jetzt hier. Ah, ich kann tatsächlich Fackeln einfach anbauen.
Das muss ja noch einer vorher sagen, dass man sowas kann, ne? Ja, ich probier mal wieder rein. Das ist ja schon mal kein... Ich kann einfach fackeln. Ah, das ist ja so dämlich, dass ich sowas kann. Ist das jetzt eigentlich das, die hohle Wurzel oder was bin ich jetzt hier drinne? Also, ja, das ist scheinbar Holz. Also, scheinbar sind wir gerade auf der Innenseite eines Baums. Da stellt sich mir doch gleich die große Frage, führt uns dieser Weg bis ganz da unten zum Grund? Und wenn ja, was mache ich denn da, wenn ich... Also gut, kenn ich... Aha. Was mache ich vor allen Dingen mit Münzen? Ich finde ja andauernd diesen... Ach, guck mal, das ist noch eine Karte. Ich finde andauernd dieses Zeug hier, diese Münzen. Wie habe ich denn damit davon? Ich habe Sternschnuppen, ne? Die bringen mir richtig viel. Wir sind anscheinend Munition. Ne, hier. Ich habe schon 6 Silbermünzen und eine Kupfermünze, so wie es ausschaut. Und ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Nicht mal so ein bisschen. Und auf jeden Fall baue ich hier anscheinend meinen tollen Baum an. Na gut. Und ich verstehe das auch mit diesen Hintergrund-Dings überhaupt. Also, wie gesagt, ich bin bei diesem Spiel hier größtenteils sehr verwirrt. So, jetzt hier. Zack. Okay, es führt nicht bis ganz nach unten. Das ist natürlich sehr schade. Oh, guck mal, das Wasser. Was ist da? Eine Wurzel? Komme ich da irgendwie ran? Hm. Anscheinend ist es... Also, da sehe ich ja schon wieder eine Parallele zu Minecraft, weil die ziehe ich mal gerne, weil das... Minecraft war so das erste Spiel, was ich dieser Art gespielt habe, wo man halt viel rumbauen kann. Ich meine, eigentlich ist es ja auch... Das ist ja quasi Minecraft in 2D. Wenn ich das mal... Ah, das Wasser läuft raus! Das wollte ich mich gerade fragen, ob das passieren wird. Ah, es passiert. Juhu. Es läuft immer noch. Das ist ja schön. Aber warum kann ich ihn hier nicht an die Wand ranbauen? Es geht nur auf den Zeug oder was? Also, dass ich... Das geht, oder was? Übrigens, der Soundtrick ist der Hammer. Bing, 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 bing. Dieses pickende Geräusch, ne? Also, ich glaube, ich sollte mal wieder eins von meinen lustigen Let's Not Play Minecraft machen. Die fand ich auch mal sehr unterhaltsam. Also zumindest für mich, weil ich hab da nicht über jeden möglichen Mist gequatscht. Aber zumindest kommen wir mal weiter rum. Was ist das Ziel eigentlich dieses Spiels? Ich glaube, wir einfach nur bauen, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Das ist Sand, das ist schön. Also, Sand rutscht nach, das ist natürlich schön. Das ist vor allem total angenehm für die Maus, weil dann muss ich einfach nur gedrückt halten. So, jetzt kann ich hier... Was ist das jetzt wieder für ein Zeug? Wie gesagt, ich bin in diesem Spiel größtenteils maßlos verwirrt. Was ist das jetzt hier wieder? Eisenerz! Jetzt ist natürlich die große Frage, wie mache ich was mit Eisenerz? Ich habe schon gesehen, ich kann irgendwie eine Werkbank bauen. Das einzige Problem bis jetzt an dieser Werkbank war, dass ich noch nicht so richtig rausgefunden habe, wie ich diese Werkbank auch verwende. Weil ich habe ja auch irgendwie gemerkt, dass... Also ich habe dessen so viel Zeug in meinem Inventar, weil ich irgendwie was genommen habe und ich... Ja. Also wahrscheinlich kann man irgendwie noch Leitern bauen, die so im Hintergrund liegen. Weil die Dinger da funktionieren ja scheinbar auch so, dass man da hochspringen kann und gleichzeitig wieder drunter. Aber ich bin halt zu doof dafür, sag ich mal. Da komme ich wieder hoch. Na toll. Bin hier für immer gefangen. Niemals. Warte mal, ich kann doch sicherlich den guten alten, ich baue mich selber. Das funktioniert ja. Das funktioniert ja eigentlich hervorragend gut, sag ich mal, wa? Da komme ich hier nicht einfach. Na bitte. Kann ich hier nämlich wieder oben. Na! Doch, man kommt wieder. Ist anscheinend ausgemessen worden. Also wir haben ja immer hier einen hohen Tisch, warte mal. Jetzt kann ich hier nämlich, das habe ich mir schon gesehen, haha. So, was habe ich denn hier? Ein Extraktinator, das ist ja toll. Und ich habe 99 Schuhriegen, so wie es ausschaut. Was auch immer ich da machen kann, wahrscheinlich werfen. Liefwand. Ach so, ich glaube, das ist einfach nur schlechte Übersetzung. Das soll einfach nur eine Blätterwand sein. Nee, aber hier herstellen, genau, ich kann Sachen herstellen. Ich kann zum Beispiel ein Kleinbabel-Linie des Seils erstellen. Also die Übersetzung scheint sehr grausam zu sein. So, jetzt habe ich hier scheinbar so ein Ding. Uah! So, aber nicht gewettet, Freund Blase. Der Plan war ein anderer. Jetzt habe ich die Ropes wieder. Warte mal, wo habe ich denn die jetzt? Wo sind die denn jetzt? Was kostet mich das überhaupt, die herzustellen? Hä? Achso, da sind sie ja. Jetzt kann ich die einfach werfen, oder was? Hä? Achso, ich muss wahrscheinlich irgendwie soliden Grund dafür an... Nicht? Hm? Kann ich da nicht einfach meinen Höhlenerforschergeist? Kann ich da... Warte mal, ich muss hier wieder runterbauen, oder was? Hä? Achso. Das ist jetzt gerade so super, wie ich es jetzt gerade gemacht habe. So, jetzt kann ich jetzt diese Dinger hier irgendwie dazu verwenden. Ich kann sie schwingen, aber das ist, glaube ich, nicht der Plan, oder? Nein! Hier geblieben! Ja, bleib hier, du Rope. Moment, das muss doch irgendwie... Nee, warte mal, hier kann ich die... Ja, was ist denn? Ein Blob? Ekelhaft. Den messe ich tot. Mit meinem... Kurzschwert schrecklich. Minus 20% Schaden, minus Größe, minus Rückstoß. Sehr schwach, schwacher Rückschuss, 4% kritische Trefferchance. Ich ahne irgendwie, dass dieses Ding nicht gerade die höchste Entwicklung der Baukunst ist. Ach ja, genau, da oben habe ich schon so einen Tisch. Kann platziert werden, ja. Ich große Frage. Ach so, okay, gut. Hat sich auch erklärt, lege ich die Frage, wie. Ich habe davon noch ein paar. Warte, wenn ich jetzt wieder rausgehe aus dem Menü, kann ich denn. Ach! Ach so! Ach so, ach so, ach so. Sag doch das einer, dass das so funktioniert. Ah, deswegen brauchen wir doch so viele davon. Ja gut, dann macht das mit der Höhlenerkundung natürlich gleich viel mehr Sinn, nicht wahr?
Ja, dann ist das natürlich gleich deutlich sinnvoller, hier irgendwo runter zu gehen, wenn man sich einfach mit so einem Seil hier hochwandert. Ne? Das scheint mir zwar ein bisschen hohl zu sein, dass man das so machen kann, aber... Also das an der Wand zu basteln, aber... Das ist auf jeden Fall ganz nützlich. So, schön. Jetzt haben wir hier... Warte, ich wollte eigentlich diesen Tisch nicht da oben aufstellen, sondern... nicht hier aufstellen, sondern woanders. Ich wurde bloß gerade abgelenkt von dem Seil. Die Blobs sind ja scheinbar auch wieder weg. Das ist ja sehr schön so. Kann ich mich hier meine Werkbank... Kann ich jetzt sicherlich hier auch... Ja! Ich glaube, ich brauche diesen Hintergrund dafür, damit ich die aufstellen kann. So, soweit so gut. So, jetzt kann ich das Ding jetzt bedienen. Hallo? Nee. Nee, jetzt kann ich sie wahrscheinlich abbauen. Ich kann auch eine Fackel hier hin pflanzen, wenn ich möchte. So, gut. Weiter am Text. Habe ich da die zusätzliche Option? Nee, ich kann Fernkampfpfeile. Ich kann Holzklappen. Ach, die Holzklappen sind wahrscheinlich die Dinger, die ich hier gerade... Das sind wahrscheinlich diese Teile hier, oder? Ich meine, die wir hier schon sehen, quasi. Diese hier. Oder? Weil ich kann ja mal wie... Ich kann ja mal versuchsweise hier um... Nark. Aha. Ja, ich würde mal ganz stark vermuten, das sind diese Dinger. Ich brauche doch bloß mehr. Jo, das sind die Dinger. Hervorragend. Gut, haben wir das auch rausgekriegt. Zack. Ach, da unten ist also noch mehr Wasser. Das ist hier wahrscheinlich das Wasser von vorhin, wa? Ja, das war... Das höchstwahrscheinlich das Wasser von vorhin, würde ich mal stark vermuten. Wo kann ich denn eigentlich in dem Menü hier nicht das Zeug wechseln? Also, ist das quasi das Ziel von diesem Spiel? Sich so möglichst tief ins Erdreich zu buddeln, wie es nur möglich ist, oder was? Das heißt wahrscheinlich auch Terraria. Aha. Das ist wirklich eine Entdeckungsreise. Ich weiß, das wird euch vielleicht sehr seltsam vorkommen, aber ich habe dieses Spiel noch nie gespielt. Es ist... Ich habe keine Ahnung, wie alt, seit wann Terraria draußen ist, aber ich glaube, es ist schon mehr als 2 Jahre her oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich hab natürlich wie immer nicht vorher recherchiert, aber... Und mir scheint mir das auch ganz mühselig zu sein, sich so in den Untergrund zu graben. Aber kann ich jetzt endlich hier wieder eine Fackel an... Achso, warte mal, ich sollte vielleicht wieder zurück in dieses Menü hier gehen, wo ich gerade war. Kann ich nämlich hier... Ah, da kann ich. Dum, 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 dum. Was macht denn hier noch so eine Geräusche? Was macht hier auf meinem rechten... Aua! Was war das denn? Aua! Also, welche lustigen Würmer fließen hier durch die Landschaft, wenn ich das richtig aber können die hier einfach durch... Aua, was ist denn das? Es soll mich in Ruhe lassen! Ah! Ich glaube, es ist böse. Ich will nichts... Was zur Hölle? Ey! Ja, und welche Würmer sind das? Anscheinend gleich 2 Stück, die in tieferen Erdschichten leben, so wie es ausschaut. Nee. Hä? Ach, sind das jeweils die Lebenspunktebalken von den Viechern oder was? Lässt es mich jetzt in Ruhe, das Wurmvieh? Haha, es ist tot! Ich habe es erschlagen! Wie jetzt ist denn die Teile von den Viehs sind jetzt im Boden verbuddelt oder was? Da. Dreckblock? Ja, da, Wurmteile, hätte ich gerne. Ah, Skype ist noch an, das ist ja schön. Na gut, das ist schön für Skype. Oh Mann, ey. Das kommt davon, wenn man vor der Aufnahme Skype nicht ausgemacht hat. Aber egal. Warte mal, ich habe doch sicherlich noch von diesen Holzklappen, habe ich noch eine? Ja, genau. Dann kann ich die ja mal kurz da verbauen. Wo das jetzt zwar ein bisschen zum Super Mario, Ja, ist schön, dass wir hier eine Chest haben. Schnellstapel. Da könnte ich auf jeden Fall schon mal Zeug ablegen, ne? So, jetzt erstmal basteln. Was kann ich denn noch bauen? Stars in der Bottle. Kann platziert werden. Bringt wahrscheinlich gar nichts. Eine Petroleumflagge. Fackel. So, dafür brauche ich eine normale Fackel und Holz. Was macht ein Petroleumfackeln so viel besser als normale? Wahrscheinlich sind die Urst hell. Es gibt Fallschaden in diesem Spiel, habe ich übrigens auch schon rausgekriegt, weil ich bin nämlich schon mal gestorben, weil ich irgendwo runtergefallen. Also wie ist denn das Kaninchen erst da runtergekommen? So, aber erstmal Petroleumflagge. Nicht? Ah. Ja, wirklich viel heller ist die aber auch nicht, oder? Oder täuscht das jetzt nur? Also das ist... Trotzdem nochmal die große Frage, wie ist das Kaninchen da runtergekommen? Kupfererz. Ja, also das hier irgendwelche lustigen Sandwürmer gibt, die mich hauen wollen, ist natürlich sehr schön. Warte mal, oh, hier geht's ganz schön bergab, oder? Ja, hier geht's ganz schön bergab. Warte mal, kann ich nicht hier eine normale Fackel ranbasteln? Ja, hier geht's gar nicht bergab, das ist einfach nur Sand. Also, wie so richtig verstehen tue ich das Prinzip hinter diesem Spiel noch nicht mit den Runterbuddeln, also... Hä, was war das denn jetzt gerade? Das war diesmal kein Wurm, was... Aua, was macht mir denn... macht mir das Wasser schon, oder? Ach nee, das ist wahrscheinlich der Sand, der auf mich wieder runterfällt von oben, oder? Vor allen Dingen habe ich Mana. Ich habe keine Ahnung, was ich mit Mana machen kann. Aber ich habe auf jeden Fall Mana. Wird meine Spitzhacke nicht eigentlich auch... Ne, die ist legendär. Aber mein Schwert wird schlechter, oder was, je länger ich benutze. Oder wie darf ich das verstehen? Also, sich einfach runterzubuddeln scheint anscheinend eine super Taktik zu sein.
klappt irgendwas für mich. Das ist natürlich die einzige große Frage, ob ich hier wieder rauskomme. Kann ich jetzt hier irgendwie? Ein bisschen riskant, wa? Ich sehe absolut nichts. Ich kann an Sand nicht bauen, so wie es ausschaut. Das ist natürlich schlecht. Kann ich mit der normalen Fackel? Ah, die kann ich jetzt nur in die Hand nehmen. Nee, ich glaube, ich kann auf Sand nicht bauen. Jetzt muss ich den ganzen Block hier weghauen oder was? Was will ich denn eigentlich mit diesem ganzen Sand machen? Kann man mit Sand hier irgendwas... Alter, rutscht das jetzt von da ganz oben runter oder was? Ich meine, ich muss immer rein mechanisch, muss ich hier nicht viel machen. Ich muss ja immer nur eine Taste gedrückt halten, aber trotzdem. Also Petroleumflaggen haben anscheinend den super Vorteil, dass man sie... Was war das denn jetzt schon wieder? Hallo? Kann ich denn nicht... Was brauche ich denn dafür? Brauche ich dafür Dreck, um das da, um eine Fackel aufzusetzen? Ja, man kann nur auf Dreckfackeln setzen. Wer hat sich das denn ausgedacht? Aha, Kupfermünzen, 28 Stück und eine Silbermünze. So, und jetzt kann ich hier immer tiefer graben, oder was? Kommt da noch ein paar Mal was, oder? Nein, bis jetzt habe ich hier nur sehr viel Dreck gefunden in diesem Spiel. Und Sand gerade, also gerade habe ich eine Sandmine gefunden. Das ist natürlich auch klasse, aber so prinzipiell... Na, ich weiß nicht, also so prinzipiell finde ich das Finden von Dreck jetzt nicht so geil. Warte, ich muss eigentlich mal gucken, aus was baue ich eigentlich diese Seile? Nicht, dass ich hier keinen... Ah, scheiße, ich kann gar keine Seile mehr bauen, sehe ich gerade so. Nein, Fail, oder? Kann ich noch? Ich kann noch ein Campfire bauen. Crafting-Window? Okay, also ich habe anscheinend die Ressourcen aufgebraucht mit denen. Ich kann eine Silbermünze herstellen, so wie es ausschaut. Ja, gut. Also ich denke mal, ich würde mal stark vermuten, ich habe das Zeug gar nicht mehr aus dem man die Ropes hergestellt hat. Quatsch, hier Seile heißt es. Das heißt dann wohl, meine Seile sind alle. Warte mal, ich kann es eigentlich viel klüger machen, fällt mir gerade so auf. Ich muss mich ja nicht unbedingt so da hoch bewegen. Ich kann mir immer den Weg nach unten lassen. Ich kann mir auf jeden Fall ein paar Holzklappen herstellen. Ich meine, diese großflächig zu bauen, war ja eigentlich total hohl, weil das muss ich ja gar nicht. Ich kann die ja auch einen Block übereinander machen. Ja, also der Spielspaß ist gewaltig, den ich hier gerade habe in diesem Spiel. Zack. Nee, ja. Ich kann die nicht einfach in die Landschaft setzen, großes Elend. Na gut, das sollte ja nicht reichen. Zack. Minimalistisch wie immer. So, jetzt gucke ich mal kurz an die Oberfläche, ob da mittlerweile Sonnenschein ist. Ich meine, ich habe mir ja allergrößte Mühe gegeben, hier meine Höhle 1A zu bauen. Warte mal, ich könnte hier bitte ein bisschen Arbeitserleichterung machen. Na gut, rein, ich Quatsch. So, ist es mittlerweile... Ja, an der Oberfläche ist es Licht, das ist ja schön. Dann kann ich ja ein bisschen umherlaufen. Weil so richtig was an der Oberfläche für mich lauert... Warte mal, das ist ja eigentlich ziemlich hohl, dass ich das hier so machen muss. Kann ich hier nicht einfach... Na gut, das bringt hier nicht... Das bringt auch nicht wirklich Punkte, aber naja gut. So, jetzt haben wir diesen Baum. Kann ich mich hier eigentlich durchhauen oder haut der Baum mich denn? Oder kippt jetzt der ganze gewaltige Riesenbaum um? Nee, der hat ja anscheinend diesen Hintergrund noch. Okay. Der ganze gewaltige Riesenbaum kippt also nicht um. Vor allem ist die große Frage... Oh, da, guck mal, da vorne ist wieder ein Schleim. Den schnapp ich mir. Muhahaha. Nein, Schleim, lass mich in Ruhe, stirb! Stirb eines finsteren Todes! Blauschleimi, nimm dies! Haha! Und nimm jenes! Da, hier, nimm! Lass mich in Ruhe! Haha, ich habe einen Glibber umgebracht. Hat vor allen Dingen 45 Kupfermünzen fallen. Das fragt mich. Hä? Warum ist denn hier jetzt auf einmal Eis? Ist jetzt immer Winter oder was? Also, dieses Spiel verwirrt einen wirklich hart, wenn man keine Ahnung hat davon, glaube ich. Nee, jetzt bin ich hier runtergefallen. Nee, warte mal. Kann ich hier nicht einfach mitten in der Luft irgendwie einen Block bauen? Nee, kann ich natürlich nicht. Nee. Also, ich kann hier nicht. Also ich stelle fest, ich kann nicht einfach Blöcke ins Nichts bauen. Das geht nicht. Ach, ich kann hier Lianen einfach basteln. Ich kann mir so einen tollen Kasten hier bauen, denn... Dann kann ich doch jetzt hier... Ach, habe ich von den Klappen noch welche? Nee, ich habe natürlich keine mehr von den Klappen. Habe ich nicht mehr? Was habe ich denn da? Das ist ein Eisenerz. Was will ich denn mit Eisenerz? Egal. Wir sind oben und wir... Ach, jetzt kann man hier... Och. Großes Elend, dieses Spiel, ne? Da dachte ich ja, das wenn in die Tiefe ist alles, aber es geht anscheinend noch nach oben. Hey, Eisblöcke, schmelzen die, wenn ich die wieder ins warme Gebiet mitnehme? Schneeblöcke? Ah ja, gut. Also ich kann scheinbar meinen Kühlschrank damit bebasteln, würde ich mal raten. So, na gut, jetzt komme ich auf jeden Fall hoch. Guck mal, Pinguine. Ich denke mal, Pinguine sind harmlos, oder? Vorzeichnung, ich habe noch viel Holz. Pinguin? Na bitte, Pinguine sind harmlos. Aber ich nicht. Stimmt, Pinguin. Aua. Der arme Pinguin. Okay, jetzt tut es mir wieder leid. Er bringt mir nämlich nichts. Wesen einfach ohne Nutzen umzubringen, ist mir ja auch zuwider. Ach, guck mal, eine Eishöhle. Ob die besser sind als die normalen Höhlen, wo wir vorher waren? Finde ich übrigens sehr schön, wie sich der Hintergrund... Oh, guck mal, Eisblobs. Das ist ein Eisslime. Wie viele Lebenspunkte hat denn so ein Eisslime? Kriege ich den tot?
Nimm dies. Oh Gott. Alter, hat mir bis jetzt noch gar nichts getan, der arme Eisslime. Ich bring den hier einfach um. Hey, Kupfermünzen. Wird mein Schwert eigentlich dadurch besser? Nee, es wird nur noch schrecklicher, würde ich mal vermuten. Was war denn das hier gerade? Ist das hier eine Crew oder? Nee, es war ein Container. Das ist ja schön. Komme ich eigentlich wieder raus aus der Höhle, wenn ich jetzt so die ganze Zeit hier runterspringe? Ich weiß nicht, woraus ich vorhin die Seile gebaut habe. Mann, muss ich jetzt hier wieder mit irgendwelchen Dirtblocks rumfunktionieren, damit ich hier irgendwie mal eine Fackel setzen kann? Nee, das funktioniert auch nicht. Ey, für dich so eine Dings, aber so eine Fackel auch macht. Warte mal, hier unten, das ist doch schon wieder... Ich schlage einfach wild um mich! Okay, das funktioniert nicht so gut. Aber man ist das Zeug weg, was hier vorher stand. Guck mal, noch mehr Kisten. Ach, das kann ich auch mit der Fackel kaputt schlagen. Nein, nicht meine guten Fackeln, die brauche ich noch. Na gut, jetzt stehen sie halt hier. Jetzt ist das halt so. Warum kann ich die Petroleumfackel hier wissen mal aufstellen? Also wie gesagt, mir ist immer noch ein großes Rätsel. Na toll. Also diese Container hier kaputt zu schlagen, bringt anscheinend gar nichts. Habe ich schon erwähnt, dass es mir immer noch ein großes Rätsel ist, was ich von diesen Petroleumfackeln halten soll? Also ich sehe den Sinn hinter diesen Dingern halt nicht so richtig bis jetzt. Ach, fuck. Also, schwimmen. Ich bin doch schon mal ertrunken, soweit ich mich zurückerinnern kann. Das war stockenfinster. Aua! Was war das denn? Oh, ich bin vergiftet sowieso. Wie jetzt? Dummer Schleim. Nein, aua! Mir tut's überhaupt nicht leid, dass ich von deiner Artgenossen getötet habe. Nimm dies! Dummer Schleim. Aua! Aua! Ich wurde getötet. Heinze Klaus ließ sich die Arme wegreißen. Was? Der arme Heinze Klaus. Und jetzt? Ja, und jetzt? Geh mal ohne Witz. Ach, bin ich wieder da. Jetzt habe ich mein komplettes Inventar immer noch. Das verwirrt mich am meisten an diesem Spiel. Dass man halt irgendwie nie sein Inventar verliert. Dann können wir uns einfach mal angucken, was ich bis jetzt für ein Elend geschaffen habe. Also ich bin jetzt... Bei meinem ersten Versuch, wo ich dieses Spiel das erste Mal gestartet habe und diese tolle Welt namens Tarsonus erschaffen habe, bin ich einfach nur noch links gelaufen. Also, soweit hier, wie es halt ging. Und, na gut, einmal habe ich mich auch heutzutage runtergegraben. Wo war denn das? Ich glaube, da sind wir schon dran vorbei an der Stelle. Da habe ich mich einfach nur runtergegraben, weil ich gucken wollte, wie weit das geht. Ich konnte ja nicht ahnen, dass das wirklich echt weit geht. Ich glaube, aus der Richtung kommt man ja nicht wieder raus. Ah, lass mich in Ruhe schleimen. Aus der Richtung kommt man nicht wieder raus. Oh, war das hier erst? Nee. Ich hatte auf jeden Fall sehr viel Spaß daran, mich irgendwie, glaube ich, 10 Minuten lang. Naja, nee, so lange war es nicht, aber. Na, einige Zeit auf jeden Fall. Ja, genau, in der Höhle war ich auch. Da wurde ich getötet von Zombies in der Nacht. Verdammt, man kommt da nicht rüber. Großes Elend. Ach, zumindest das mit dem Bauen habe ich jetzt halbwegs verstanden. So, und jetzt? Was ist das da? Was ist denn das da oben wieder für ein Block? Wie gesagt, dieses... Nein. Oh, guck mal, da war eine Fackel drin. Sehr schön. Wie gesagt, das Spiel hat großes Potenzial, mich über alle Maßen... Ja, geil. Das Spiel hat großes Potenzial darin, mich über alle Maßen hinaus zu verwirren mit dem Zeug, was es mir entgegenwirft. Also, ich finde die Musik ja auch sehr spacig. Ich habe echt keine Ahnung. Also, das ist... Die soll wahrscheinlich irgendwie fröhlich sein, aber ich finde sie halt einfach nur synthetisch, die mich irgendwie als das einzige Wesen in dieser Welt erscheinen lässt. Vor allem diese Felsen hier, das ist also... Ich kann diesen... ich glaube, wenn ich so schnell runterrutsche, sterbe ich wieder. Ich möchte nicht schon mehr sterben. Sterben ist voll... voll doof. Und wo festzuhängen? Na, wo komme ich wieder? Na, natürlich nicht. Das wird schon wieder arm. Na toll. Ich wüsste ja gerne mal, welchen Sinn es halt hat, hier irgendwie Münzen zu haben. Also ich würde mal stark vermuten, es gibt irgendwo NPCs, mit denen man handeln kann, aber... Ja, wie gesagt, ich bin noch unwillig, mir irgendwelche Wiki-Artikel durchzulesen oder irgendwelche was anderes. Also das ist, Terraria ist halt so ein bisschen... Ach. Lass mich in Ruhe, blauer Schleim. Ich hab den... Aua. Nein, verdammt. Ich sag's vorher noch und dann... Oh, guck mal, wo sind wir jetzt hier landet hier? Ist das die Herbstwelt? Ich meine, bis jetzt waren wir scheinbar in der Sommerwelt. Und wir waren vorhin schon... Haben wir schon auf die Winterberge geschaut. Na gut, dann... Ja. Oh, das ist hier einfach nur dunkles Land. Meinem Kumpel hat mir irgendwie mal erzählt, dass es irgendwie in Terraria auch irgendwie so verschiedene Gebiete gibt, wo es ganz tolle Böse ist, wo man gute Ausrüstung braucht. Na gut. Anscheinend, die Musik wird hier auch drängen, also ich würde mal stark vermuten, dass hier... Das hier ist böses Gebiet! Würde ich jetzt mal zumindest stark vermuten. Ich weiß es ja nicht so genau. Guck mal, da hinten wird es noch finsterer. Was für ein Zeug besteht denn das hier eigentlich, das Material? Ist das Eisen? Also ich würde ja mal sagen, es ist Resistentium. Oder Unobtanium. Also ich sollte mich jetzt vielleicht doch ein bisschen beeilen mit meinen... Fuck. Aua. Boah, 22 Schaden pro Berührung, ne? Aua! Mann, ich bin schon wieder tot. Heinze Klaus wurde längst gefaltet. Manu. Na gut, also zum Thema Terraria. Ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Ja, und ich werde es nie let's playen.
Aber ich habe es mal geschenkt bekommen und ich habe es mal gespielt. So. Hey! Und das war's. Und dann bis zum nächsten regulären Let's Play, bis zum letzten Sprung oder irgendwas anderes. Unleicht Raria. Macht's gut. Tschüss.